Ich will euch kurz zeigen, was wir bei uns in unserer GitLab-Pipeline nutzen zum Thema Sicherheit, Pub-Prüfungen, um da eben so gewisse Sachen sicherzustellen, dass die nicht passieren oder um einfach Informationen zu bekommen. Der Talk ist noch nicht online, die Folie lügt, werde ich dann aber gleich noch machen. Genau, an der üblichen Stelle, wie die anderen auch. Ich versuche auch ein bisschen Zeit von vorhin wieder reinzuholen. Ja, GitLab Pipeline. GitLab ermöglicht es ja, eine Pipeline zu bauen, in denen man verschiedene Aufgaben macht, die Anwendung zusammenbaut, irgendwelche Docker-Images zusammenbaut, Unit-Tests ausführt und, und. Das kann man entweder auf Basis von einem Commit machen oder auch regelmäßig ausführen lassen, je nachdem, was man gerne hätte. Genau, habe ich schon gesagt, Tests laufen lassen, Applikationen zusammenbauen, Docker-Image bauen, die Anwendung veröffentlichen und so weiter. Je nachdem, was man halt so regelmäßig machen möchte. Kann ganz einfach aussehen, so eine Pipeline, man hat irgendwelche Stages, in denen etwas passieren soll, hat dann, kann dann verschiedene Tasks definieren, wie zum Beispiel Run Unit Tests, da ist man völlig frei bei dem Namen, den man vergeben möchte. Man gibt hier an, in welchen dieser Stages, die man hier oben aufgeführt hat, soll diese Aufgabe ausgeführt werden und dann mit Script kann man entsprechend verschiedene Kommandos ausführen. Jetzt hier in dem Test einfach nur ein paar Echos, dass man weiß, welche Aufgabe gerade ausgeführt wird. Man kann auch Abhängigkeiten abbilden. Mit Needs kann man dann eben eine Liste aufführen, welche Tasks vorher ausgeführt werden und abgeschlossen sein müssen. Ja, da kann man eben beliebig viele Aufgaben definieren. Das Ganze kann man sich in GitLab auch schön anschauen, wie das aussehen soll, dass jetzt hier in diesem Stage Test drei Aufgaben ausgeführt werden sollen. Man kann hier auch eine Verbindung sehen, die einfach darstellt, dass es da eine Abhängigkeit gibt, welche Aufgabe zuerst ausgeführt werden soll und dass wir in diesem Beispiel hier einfach drei Stages haben. Das Ganze kann man sich auch noch anders darstellen lassen. Wenn es dann auch ausgeführt wurde, kann man dann hier auch einfach das Ergebnis sehen. Grüner Haken ist immer gut, dass etwas erfolgreich war. Ja, wenn da was Rotes erscheint, ist es in der Regel nicht ganz so gut. Neben dieser Pipeline visualisiert, kann man sich auch die Tasks noch anschauen, die einzelnen Tasks, wo man dann eben sieht, wie lange ist das gelaufen, wie lange ist es her, war es erfolgreich, mit welchem Commit hängt das zusammen, auf welchem Branch und so weiter, wurde das ausgeführt. Man sieht auch hier nochmal, in welchem Stage diese Aufgabe ausgeführt wurde, ja, sodass man sich die einzelnen Informationen oder die einzelnen Tasks, die Logs und sowas da eben entsprechend anschauen kann. Wenn man auf diesen einzelne Aufgabe klickt, bekommt man dann entsprechend einen Log, was so alles ausgeführt wurde. Gucken wir uns dann vielleicht gleich noch was an. Unter anderem taucht dann bei unserem Beispiel-Task dann eben diese Ausgabe auf, was wir mit Echo ausgeben, Release to Web und so weiter. Soweit, so gut. Das Ganze kann man aber auch ein bisschen modularisieren. Wir lieben ja Module, dass wir einzelne Aufgaben anders machen, dass wir ja, die Aufgaben, die Spezifikation, die Beschreibung, die Definition der Aufgaben in verschiedene YAML-Files packt und die kann man dann entsprechend auch zusammenbauen, wie man sie haben möchte. Der große Vorteil davon ist, man muss sich nicht immer wiederholen, man hat doch immer wieder dieselben Aufgaben, Unit-Tests laufen lassen. Das Bauen funktioniert relativ häufig ähnlich und das möchte man ja nicht immer wieder haben. Ja, genauso wie wir nicht immer wieder ein Templating-System neu programmieren für jedes Projekt, jedenfalls machen das die wenigsten. Wir wollen ja nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Alle mögen Module, oder? Wenn wir das in verschiedenen Dateien haben, dann können wir mit Include können wir arbeiten in dieser GitLab-CI-YAML und können dann einfach sagen, ja, wir möchten zum Beispiel eine Release-YAML einbinden,
Und diese Release-YAML enthält dann die Definition der einzelnen Aufgaben. Das heißt, ich brauche diese Aufgabe gar nicht mehr in meiner GitLab-CI-YAML haben, sondern diese Definition wird über dieses Include einfach da reingezogen und ich brauche sonst nichts mehr zu machen. Wird dann entsprechend ausgeführt. Genau, das sind jetzt einfach nur die einzelnen Beispiele. Wenn man jetzt diese Definition für die Aufgaben in extra YAML-Dateien hat und bindet diese ein, dann kann man die Ursprungsdefinition aber auch nochmal anpassen in der GitLab CI-YAML. Ich kann also jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte diese Release-YAML einbinden, wo dieses Release-to-Web-Aufgabe definiert ist. Ich möchte aber jetzt, dass noch vor der eigentlichen Ausgabe etwas gemacht wird und vielleicht auch danach noch etwas aufgeräumt wird oder sowas. Also kleine Änderungen zu unserer Standardaufgabe und können jetzt dann einfach nur hier die Änderungen definieren. Das heißt, in welchem Stage das stattfindet, welche Aufgabe oder die Script-Angaben werden jetzt hier nicht überschrieben. Das möchten wir aus dem Standard beibehalten. Und einfach nur sagen, dass wir eben was davor und danach tun wollen. Wenn wir das entsprechend machen, sieht man entsprechend, dass hier diese Ausgabe ist, dass es bevor die Applikation veröffentlicht wird, dann passiert dieses Release to Web und danach passiert das Aufräumen. Das heißt, die eigentliche Aufgabe passiert wie in meiner Standarddefinition vorgegeben und nur die Anpassung wirken, muss ich in meiner GitLab CI-YAML eintragen und es läuft dann so, wie es sein soll. Ich will euch ja mal zeigen, was wir so nutzen aus Sicherheitsaspekten oder ein paar Aufgaben, die wir zur Erhöhung der Sicherheit nutzen. Zum einen CPAN Audit, habe ich ja gestern schon mal erwähnt. Einfach ein Modul, um zu prüfen, ob in den Modulen, die wir einsetzen, ob dort irgendwelche Sicherheitslücken bekannt sind. GitLeaks, einfach um sicherzustellen, dass wir nach Möglichkeit keine Credentials in unseren Commits und in unserem Code haben. Zahn ist ein kleines, sehr experimentelles Projekt, was potenzielle Schwachstellen im Perl-Code finden soll. Ist, wie gesagt, noch sehr experimentell. Wir haben es einfach mal jetzt mit eingebaut, um einfach mal auszuprobieren, damit ein bisschen rumzuspielen und auch etwas, um quasi veraltete Module zu finden. Beispielskript, was wir dann in unserem Repository haben. Wir nutzen einfach mal archive-zip und file-temp, haben irgendwie einen API-Key, wo wir dann hardcoded irgendwie unser Key da reinschreiben. Und machen mal SQL-Statement, wo wir was einfach einbauen. Gut, CPAN Audit prüft eben die Abhängigkeiten auf bekannte Schwachstellen. Wir benutzen dazu CPAN-File oder CPAN Audit nutzt dazu auch ein CPAN-File. Es kann auch die installierten Module prüfen. Wir nutzen in dem Fall eben die Angaben im CPAN-File. Und ein ganz einfaches CPAN-File sieht einfach so aus, dass ich reinschreibe, welche Abhängigkeiten habe ich. Requires archive-zip. Jetzt habe ich hier in dem Fall gar keine Versionsangabe gemacht. Ich kann aber hier auch angeben, naja, mindestens Version 2, 3 oder was auch immer ich eben entsprechend brauche. Aufruf von CPAN Audit ist ganz einfach CPAN Audit Debs. Damit werden die Abhängigkeiten geprüft und Verzeichnis mit dem CPAN-File. Und CPAN Audit liest dann eben entsprechend dieses CPAN-File aus und prüft dann die darin angegebenen Module. Kann dann so aussehen, CPAN Audit Debs mit eben genau diesen Abhängigkeiten, die ich eben in dem Beispiel CPAN-File genannt habe. Da sieht man schon, dass wenn ich einfach archive-zip und file-temp in meinem CPAN-File habe, dass ich dann jede Menge Schwachstellen habe. Was File-Temp betrifft, was hier Perl an sich betrifft, archive-zip, tauchen mehrere Schwachstellen auf. Da muss man dann einfach gucken, welche Versionen sind denn eigentlich davon betroffen
Und dann sollte man vielleicht auch sein CPAN-File entsprechend anpassen, beziehungsweise vorher seine Anwendung damit testen, dass es mit neueren Versionen auch funktioniert. Und diese Versionen, die man mindestens benötigt oder mit denen die eigene Anwendung funktioniert, auch im CPAN-File entsprechend anpassen, sodass dann CPAN-Audit auch weiß, naja, es wird sowieso Version 8 benötigt und eine Schwachstelle ist aber schon mit Version 7 behoben, dann brauche ich die auch nicht entsprechend aufzulisten. Die Datenbank wird mittlerweile wieder regelmäßig aktualisiert. Die letzte ist von vor 3 Tagen, glaube ich, 2 oder 3 Tage. Das heißt, wenn ihr CPAN Audit nutzt, dann prüft regelmäßig, ob ihr eine aktuelle Version nutzt. Es gibt verschiedene Optionen, mit denen man das Verhalten von CPAN Audit ja, beeinflussen kann. Man kann zum Beispiel sagen, ja, ich möchte die Core-Module gar nicht prüfen. Wie zum Beispiel das File Temp oder ich möchte auch nicht, dass mir irgendwelche Schwachstellen zu Perl angezeigt werden. Ich kann auch sagen, ich möchte das Ergebnis bitte im JSON-Format haben. Liefert eben CPAN Audit mittlerweile alles mit. Wir haben ein eigenes Image dann gebaut, wo CPAN Audit und alles Mögliche drin ist. Das wird auch regelmäßig neu gebaut. Es ist noch nicht automatisiert, dass es passiert, wenn eine neue CPAN Audit-Version rauskommt, sondern im Moment ist es noch manuell angestoßen. Und in der GitLab CI-YAML können wir einfach sagen, CPAN Audit Test, welches Image soll genommen werden. Das ist eben unser Docker-Image, in dem CPAN Audit schon installiert ist. Machen vorher noch eine Prüfung, ist überhaupt ein CPAN-File da. Wir geben aus, was für eine Version ist das und lassen uns überprüfen dann die Abhängigkeiten und lassen uns das Ergebnis einfach in eine JSON-Datei schreiben. Und mit Artifact sagen wir noch, ja, wir wollen diese Audit-JSON auch tatsächlich aufheben, damit wir immer wieder nachschauen können, was war denn das Ergebnis. Man sieht das, man kann sich die Sachen auch in dem Log der Aufgabe anschauen, aber wenn wir das nachträglich noch irgendwie auswerten wollen, dann wollen wir das als Artefakt eben aufheben. Das When Always ist wichtig, damit diese Datei auch auf jeden Fall aufgehoben wird, auch wenn der Task an sich fehlschlägt, weil ansonsten wird es nicht aufgehoben, dieses Artefakt. Wenn man das ausführt, bekommt man das eben ausgegeben und da hier der Job failed, ist davon auszugehen, dass irgendwelche Schwachstellen gefunden werden. Das ist jetzt einfach nur mit der einfachen Aufgabenbeschreibung. Genau, wenn das erfolgreich ist, wird eben das Audit-JSON wird dann hochgeladen. Und diese Artefakte kann man sich auch im GitLab anschauen. Man bekommt dann so eine ZIP-Datei, wo diese Artefakte drin sind. In dem Fall ist in dieser ZIP-Datei nur genau eine Datei, nämlich diese Audit.json. Genau. Wenn ihr das nutzen wollt, wie wir das nutzen und unsere Jobbeschreibung-Definition nutzen wollt, dann könnt ihr einfach in eurer GitLab CI-YAML einfach ein Include machen auf diese URL. Da in dieser Job-YAML ist genau beschrieben, wie wir dieses CPAN Audit nutzen. Man kann es auch noch modifizieren. Wir nutzen es zum Beispiel so, dass wir einmal ein Core-Audit machen, also wir machen einmal eine Prüfung mit den Core-Modulen und einmal ohne die Core-Module, damit wir einfach den Unterschied haben, welche Schwachstellen sind wirklich für die Module da, für unsere Abhängigkeiten. Wir wollen aber eben auch wissen, welche Schwachstellen sind vielleicht in Perl und in den Core-Modulen drin. Bei dem Core-Audit sagen wir Allow Failure True, das heißt, da finden wir es nicht so schlimm, wenn Schwachstellen gefunden werden, weil wir eventuell auf eine bestimmte Perl-Version festgelegt sind. Und dann soll ja das Bauen oder so nicht abbrechen. Deswegen sagen wir Allow Failure True. Bei dem CPAN Audit, bei dem aber nur unsere Abhängigkeiten direkt sind, da erlauben wir das nicht. Das heißt, wenn in den Schwachstellen oder in den Modulen, die wir definitiv als Abhängigkeiten im CPAN-File eingetragen haben, wenn dort Schwachstellen drin sind, dann soll das Bauen einfach abbrechen, weil dann müssen wir gucken, dass wir da vielleicht einfach drumherum bauen. Genau, das ist das, was auch in dieser Job-YAML entsprechend definiert ist.
Genauso. Genau. Git Leaks durchsucht Git Commits auf potenzielle Preisgabe von irgendwelchen Credentials. Kann man auf GitHub finden. Es gibt da auch etliche Alternativen. Habe ich gleich auch noch welche ausgeführt. Derjenige bietet auch schon direkt ein Docker-Image an. Das kann man aus dem Verzeichnis dann laufen lassen, in dem das eigene Git-Clone drin liegt. Und man ruft dann einfach Git-Leaks detect den Quellpfad auf und minus V, dass man ein paar mehr Informationen bekommt. Und in dem Fall sagt er, keine Leaks gefunden, obwohl wir irgendwie AWS-Token und was direkt drin stehen haben. Also irgendwas passt da noch nicht so ganz. Wenn es noch nicht so ganz passt, dann kann man eine eigene gitleaks.toml schreiben, in der man eigene Bedingungen, eigene Regeln definiert. In dem Fall kann man zum Beispiel sagen, wenn der reguläre Ausdruck mit use constant und dann AWS-Token oder sowas auftaucht, dann soll eben gitleaks sagen, da ist potenziell was drin. Wenn man das mit... Das habe ich jetzt direkt als .gitleaks.toml in dem Verzeichnis liegen. Und wenn ich das dann drin habe und committed habe, dann sagt er auch entsprechend hier, ich habe einen Treffer und zwar für diese Zeile. Er sagt mir auch, welche Regel da trifft, in welcher Datei. Er sagt mir auch, in welchem Commit das Ganze zu finden ist. Und ja. So kann ich dann eben entsprechend rausfinden, ob in meinem Git-Repository, in meinem Git-Projekt, ob da irgendwelche Credentials drin sind. Es gibt verschiedenste Alternativen zu GitLeaks. GitLeaks ist aber sehr einfach zu benutzen. Diese Regeln, die im Standard dabei sind, die passen nicht immer, da sind wir gerade dabei, auch entsprechende Regeln für Perl zu entwickeln. Könnt ihr auch reinschauen, Link ist hier hinterlegt. Alternativen ist AWS Git Secrets, GitHub Secret Scanning, Repo Survivor, gibt noch mehr. Genau, wenn man das Ganze im GitLab CI-YAML eintragen möchte, hier fehlt der Image-Name, kann man dann aber einfach angeben Git Leaks Detect Source und dann durchsucht eben Git Leaks die ganzen Commits, die dort zu finden sind, die zu dem eigenen Projekt gehören. Wer quasi die Toml von uns nutzen möchte, kann dann mit --config opt gitleaks.toml eintragen. Die ist in dem Docker-Image entsprechend schon drin. Wer es einfacher haben möchte, kann einfach unsere Job-YAML mit einbinden und dann muss man selbst nichts mehr in der GitLab-CI-YAML eintragen. Genau. Auch hier gibt es dann wieder ein Artefakt, was erstellt wird und gespeichert wird, in dem diese ganzen Findings nochmal drinstehen, damit man sich die Commits nochmal anschauen kann, damit man das Ganze nachvollziehen kann. Und das Ganze auch einfach bewerten kann. Ist das tatsächlich jetzt ein Finding oder ist das irgendwie ein False Positive? Genau, so sieht dieses Artefakt dann aus. Da ist genau dieses Finding, was man eben in dem einen Screenshot auch gesehen hat, wo diese Informationen hier einfach auftauchen. Gut, Zahn, wie gesagt, ein sehr experimentelles und limitiertes Tool, um mögliche Schwachstellen zu finden, ist auch auf GitHub zu finden. Sucht einfach nach Code wie Dumper, dass man potenziell irgendwelche Informationen preisgibt. Der sucht nach Code, der irgendwie Variablen benutzt, wenn Code ausgeführt wird, also wenn man System Exec oder so irgendwas nutzt. Und auch nach Path Traversals, wenn man irgendwie Open benutzt. Das ist sehr, sehr eingeschränkt. Könnt ihr euch ja mal anschauen, ob man da sich vielleicht ein bisschen dran beteiligen kann. Ist ziemlich schnell, ist halt wie gesagt aktuell noch sehr eingeschränkt, aber ist für uns eine kleine Spielerei. Also das Projekt ist nicht von uns, aber wir nutzen das als Spielerei.
um das Ganze einfach mal auszuprobieren und ja, mögliche Sachen da zu finden. Zum Beispiel, wenn man Perl, wenn man System nutzt, wo wir einfach eine Variable nutzen und wir rufen dieses Zahn-PL auf. Man kann, es gibt einen Default-Satz an solchen Regeln. Ich sage, wo liegen meine Quellen, die untersucht werden sollen. Und wenn ich das ausführe, sagt er eben potenzielle Code-Injection. Er sagt mir, in welcher Datei das ist, an welcher Stelle das ist und sagt mir, in welcher Zeile das ist und, ja, und wo diese Daten herkommen und wo man sie möglicherweise kontrollieren kann. Also der Sinn und Zweck ist ganz nett. Dadurch, dass es noch sehr experimentell ist, findet es halt viele mögliche Schwachstellen noch nicht. Genau. Outdated Modules, ja, wenn man irgendwelche alten Versionen von Modulen installiert hat, dann können da drin Schwachstellen sein oder andere Fehler. Was man machen muss, um das zu überprüfen, man muss erstmal herausfinden, welche Module sind eigentlich installiert und dann, ob neuere Versionen existieren. Um die Informationen zu bekommen, welche Module installiert sind, kann man Module Call List nehmen für die aktuelle Perl-Version. Dann bekommt man alles raus, was eben Perl an sich mitliefert. Und es gibt noch die install.json-Dateien, in der dann sowas steht, also wenn man ein Modul von CPAN installiert, in der dann sowas steht wie, ja, welches Modul ist es denn eigentlich? Welche Dateien werden da eigentlich mitgeliefert? In welcher Version liegen die vor? Und wie der Pfadname ist, von dem es installiert wurde, also wo die TargetZ herkommt. Und das sammeln wir entsprechend alles ein. Es gibt ein Skript, was wir zur Verfügung stellen, heißt build-index.pl, liegt in einem öffentlichen Repository. Da kann man einfach ausführen, das sammelt dann genau diese Informationen zusammen, nutzt dann Serial, um die Informationen dann eben zu serialisieren. Schreiben wir in eine Datei rein. Genau, und der Job an sich, der nutzt diese Informationen und prüft dann gegen MetaCPAN, ob es da eine neuere Version gibt. Entsprechend. Genau, sieht dann der Job in der GitLab CI-YAML sieht dann so aus, dass wir eben dieses spezielle Image nutzen. Wir nutzen für solche Tests immer das Stage Security. Und sagen dann ganz einfach, dieses checkdeps.pl ist eben dieses Skript, was diese serialisierte Datei ausliest, prüft, welche Abhängigkeiten sind denn in einem CPAN-File angegeben und diese Datei modules.install, das ist die Datei, was das Skript vorher erstellt und gibt das Ganze dann aus im JSON-Format. Hier nutzen wir auch das wieder, dass wir das dann als Artefakt speichern, sodass wir dann nachträglich gucken können, welche Module sind denn eigentlich veraltet. Also so, das ist dann quasi das JSON, was ausgegeben wird, was in dieser Datei steht. Dass zum Beispiel hier CVD ist veraltet, installiert ist diese Version und neu ist eigentlich diese. Die aktuelle Version ist eigentlich diese Version. Da kann man sich kann man sich mal angucken, wie viele Versionen man eigentlich hinten dran ist. Ja. Ihr könnt diese Jobs so nutzen. Ja, da sind wir wieder beim Thema Supply Chain. Ihr müsstet uns dann quasi vertrauen, dass wir nichts Böses da reinpacken. Die Quellen oder so, oder wie wir diese Images bauen, das ist alles frei verfügbar, könnt ihr euch angucken, könnt es zur Not selbst bauen oder ihr nutzt es einfach, nutzt die von uns gebauten Images. Unter der URL ist das alles erreichbar. Was wir noch planen, beziehungsweise wo wir dran sind, ist Trivy für die Prüfung von Docker-Images, OWASP-SEP für die Tests von APIs, dass wir das automatisiert machen. Das Thema Supply Chain ist das, was ich vorhin vorgestellt habe, dass wir da entsprechend auch einen Check haben. Das geht dann so in die Richtung, was du vorhin gefragt hattest,
dass man das da eben nutzen kann, nutzen wir Module, die da als potenzielle Kandidaten aufgefallen sind oder die manuell sogar schon überprüft wurden und ja, ist was Bösartiges drin. Irgendwie ein paar Perl-Kritik-Sachen, was auch sicherheitsrelevant ist, und ansonsten sind wir auch für Wünsche, Anregungen sind wir dankbar. Genau. Das wäre es soweit von meiner Seite. Frage. Max. Eine Frage zu diesem Git-Commit. Wäre es nicht viel sinnvoller, das vor einem Commit laufen zu lassen, also bevor man überhaupt eventuell committet? Genau, also Git Leaks bietet auch ein Kommando, womit man genau das machen kann, einen Pre-Commit-Hook dann auch machen kann. Wir haben es aber in der GitLab CI Pipeline nochmal, um sicher zu gehen, bevor wir das irgendwie raushauen, dass da nichts drin ist. Genau, aber ansonsten ist es natürlich sinnvoller, irgendwie einen Pre-Commit-Hook zu haben. Aber wenn du in einem Projekt, in einem Unternehmen bist, musst du ja auch irgendwie sicherstellen, falls mal einer also den Pre-Commit-Hook nicht einsetzt, dass man trotzdem das irgendwie findet. Ja. Sonst noch Fragen? Ansonsten?